So, willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun, die vergessene Epoche. Im letzten Part haben wir Mikasala betreten, mit den Leuten geredet und einen Mastchen gefunden. Und in diesem Part werden wir zuallererst mal etwas nach Nordosten gehen und hier ein bisschen rumlaufen. Wo auch immer das gemeint ist. Whatever. Stirb, Troll. Kerbenhieb, bam. So, Troll ist tot. Und Grindelow stirbt. Tod ist er, ja. Aber ich bin mir sicher, dass das der Bereich hier unten war. Links und rechts lauf. Tröd. Oder auch nicht. Wie auch immer. Ich hoffe, wir finden das, was ich suche, jetzt dann bald einmal. Denn das möchten wir haben. Hallo. War ja noch. Oder war es doch da oben? Hier oben haben wir die Cave. Hier ist noch ein Dino. Carbony, bam! Und hier unten. Hier unten könnte es sein. Schön grün. Links und rechts. Hallo. Monsters. Why you not spawn? Da haben wir ihn, den Merkur-Djinn, den ich meine. Wir greifen an. Ich wollte einfach nicht. Ach, das ist nur ein Beleber. Okay, Kanone. Ich wollte ihn einfach nicht vergessen. Blitz. Blitz. Echo. Und Kanone. Und schon ist er tot. Das ist irgendwie. Okay, das war wahrscheinlich so, weil man ja eigentlich den Boss. Jetzt habe ich das vergessen. Der Merkur-Djinn Ghost Folk Jenner. Der Merkur-Djinn Ghost, ja. Ich frage mich ehrlich, warum die Merkur-Djinns hier unten. Wurscht, wie auch immer, wir haben jetzt wieder. Jeder Typ hat 3 Djinns. Davon haben wir jetzt 2 Djinns von jedem Elementar. Und der war einfach so einfach zu besiegen, weil man eigentlich. Wie hieß der Typ? Der Typ aus. Aus Ahafra, den Piraten da. Sollte man eigentlich erst besiegen, nachdem man hier diese ganzen Quests und sowas Hurricane Bams erledigt hat, also auf dem Rückweg. Und damit sind wir jetzt auch von maßlos überlevelt, da wir vorher einen Leveling gegangen sind, um ihn vorher schon zu machen. Und hoch, mehr Dino. Stirbt Dino. Hurricane Bams. So. Und jetzt gehen wir auch endgültig zurück, wo wir hingehen wollten. Nämlich hoch wieder zuerst mal nach Madra und dann nach Synergie. Haben wir Ewigkeit nicht mehr benutzt, also können wir auch wieder mal machen. Plasma, bam. Epizentrum, boom. Und Strahl, boom. Level up. Cool. Und nach oben. Über die Brücke. Und nach Westen. Ups. Ich bin viel weiter unten, als ich gedacht habe. Ups.
Dann gehen wir halt nochmal nach Osten und dann erst nach, dann wieder nach oben. Okay, ich bin viel weiter. Meine Güte, ich sollte mehr aufpassen, wo ich hingehe und mir die Welt merken. Ach, das liegt wahrscheinlich auch damit zusammen. Hängt damit zusammen, dass ich Ewigkeiten Pause gemacht habe. Ich wusste nicht, dass der Weg hier so verschlungen ist. Meine Güte. Und nach hoch Norden, Dino. Carvedi, bam! So. Hier ist der Weg hinüber, genau. Klippen von Arsenia. Nach links gehen wir hier. Und gehen nach Madra. So, nach Süden. Die Brücke. Danke fürs Durchlassen. Und nach Madra. Hallo Madra, Leute. Was auch immer sie gerade gesagt hat. Warte doch, es gibt keinen Grund, diese Leute aufzuhalten. Die haben sicher nichts damit zu tun. Wenn du den Vorfall mit den Piraten meinst, dann lass dir gesagt sein, dass wir die Sache zu jedermanns Zufriedenheit geklärt haben. Das hat diesmal nichts mit dem Champa zu tun, alter Mann. Diesmal haben uns die Kibombo angegriffen. Alter Mann! Warte, sagtest du soeben, ihr wurdet schon wieder angegriffen? Von den Kibombo? Wisst ihr etwas über die Kibombo? Also ich eigentlich nicht, aber vielleicht Traden. Nicht viele Leute tun das. Sie sind ein barbarisches... mein Sprachzentrum. Ach Gott, Gehirn! Sie sind ein barbarischer Stamm aus Zentral-Gondoran. Seid bloß vorsichtig, dass er nicht auf sie trifft. Wann ist das geschehen? Es ist noch nicht lange her. Kurz nachdem der Bürgermeister abgereist ist, um genau zu sein. Wurde irgendetwas gestohlen? Nur ein schwarzer Ball, alles andere blieb unberührt. Ein schwarzer Ball? Ich befürchte, über mehr Informationen verfügen wir auch nicht. Ihr habt uns mit den Champa geholfen, da verrate ich euch etwas. Vielleicht solltet ihr euch mal das Haus des Bürgermeisters genauer ansehen. Es ist das einzige, das ausgeraubt worden ist. Aha. Dann schauen wir mal uns sein Haus an. Das ist doch das Bürgermeisterhaus, oder? Boah, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, welches das Bürgermeisterhaus ist. Meine Güte. Es ist nicht mal das größte Haus. Nein, das ist nicht das Bürgermeisterhaus. Was ist das Bürgermeisterhaus? Das ist das Inn, das ist nicht das Bürgermeisterhaus. Ich glaube, das ist das Bürgermeisterhaus. Nach oben. Nein. War das nicht die Stadt mit dem einen... Ich will jetzt nichts spoilern, falls es nicht die Stadt war. Aber wenn das die Stadt war... Nein. Haben wir das schon gesehen? Boah, ich sollte mir wirklich merken, was wir da schon gemacht haben und was nicht. Du bist das Heiligtum, danke. Ha. Nein, du bist es auch nicht. Bist du das? Ja, das bist du. Ja, das Djinn, das Djinnhaus. Hallo Djinn. Schade. Was sagst du nochmal? Die Kibombo haben offensichtlich Seile benutzt, um über die Klippen zu gelangen. Aber von dieser Seite kommen wir nicht über die Klippen. Wäre ich nur ein wenig jünger, hätte ich diese Kibombo sicher eingeholt. Mein Mann hat die Kibombo nach einem Angriff verfolgt, aber er musste wieder irgendwas. In seiner Jugend war ein Mann ein hervorragender Läufer, man nannte ihn den Gepard. Aber er musste wohl erfahren, dass man im Alter nicht einfach davonlaufen kann. Ist gut, dass ich das alles vorher schon gelesen habe und... Was bist du? In dieser Höhle gibt es noch ein paar Dinge, die ich mir genauer ansehen möchte.
Und solange das noch nicht erledigt ist, werde ich sie nicht gänzlich zumachen. Ja, und in dieser Höhle drin gibt es auch noch ein Zeug, das wir haben wollen. Welches genau das Bürgermeisterhaus ist, weiß ich selber nicht, aber ich glaube, hier gibt es noch etwas anderes. Aaron gehörte nicht zu den Champa, deswegen hat man ihn wieder freigelassen. Man darf keinen unschuldigen Grund aus dem Gefängnis schmoren lassen. Ja. Aaron ist kein Champa. Das war schon ziemlich lang klar. Aber wir schauen uns erstmal die Katakomben von Madra an. Die irgendwie eher Höhlen sind und nicht Katakomben. Und ja. Hier, diese Stelle kennen wir schon. Stell mit dem Angesicht mit den Augen der Wahrheit. Augen der Wahrheit. Ja, wir haben sie jetzt. Enthüller. Oh mein Gott, ein Knopf. Oh mein Gott, die Tür ist offen. Ja, und jetzt können wir hier rein. Und Trolle. Die trollen uns voll. Baum. So, da ist jetzt langsamer down gehen als andere Gegner, machen wir es auf diese Art und Weise. Boom. Mit den Djinns. Da das erstens manchmal doppelte Erfahrungspunkte gibt und zweitens. Nein. So. Und zweitens. Ah, wir haben diesen Vereisdinger noch nicht. Wir können das so verschieben, jetzt können wir nämlich hier rauf. So. Und da wir jetzt hier oben sind, können wir hier hinüber. Ah, da waren wir ja schon, oder? Waren wir da schon? Die Tür ist offen. Ja, da waren wir schon. Ein Troll! Critical! Meine Güte. Katakomben sind komplex. Meine Güte. Meine Güte. Und weil diese Katakomben komplex sind. Ah, man kommt hier hinüber. Ja. Hier sollte man vielleicht auch vor den Baumstamm verschieben. Das werden wir mal schnell machen. Und wir wollen da hinüber. Was auch immer in der Kiste drin ist, wir wollen es haben. Wir müssen auf eine andere Richtung hin, oder? Wieso kann man da überhaupt runter? Biene, wie das eben Biene. Da runter will ich, genau. So. Kann ich da runter klettern? Wir können da sowieso hin. Fällt mir gerade auf. Apfel! Items. Apfel. Benutzen wird die wenigste Attacke. Cosma. Ja, du hast Heilkraut. Das heißt, du gibst das Heilkraut an Cosma weiter. Und wir verschieben das hier wieder. Und machen uns auf den Weg. Minigoblin. Stirbt Minigoblin. Toter Minigoblin ist tot. So, hier hinauf. Und. Ja, sofort hier hinüber. Da runter. Da hinüber. Und da hinüber springen. Hier können wir nämlich jetzt Seiltänzer benutzen. Bam. Hinüber. Und hier kommen wir nicht weiter, weil wir die Synergie nicht haben. Juhu für zu frühes Backtracking. Critical. Noch ein Angriff. Der Troll ist tot und ich habe mich verklickt. Yay. Hurricane. Bam. So. Den Rest von hier schauen wir uns später an.